Angst und Schrecken, Verfolgung in der Dunkelheit, Schatten- und Geistererscheinungen bis an den Rand des Nervenzusammenbruchs. Das alles hier bei World Gameplay Horror. Hallo. Hallihallo, da sind wir wieder bei Amnesia. Jetzt geht es spannend weiter, Leute. Jetzt sind wir unter den Maschinen. Der Abstieg geht weiter. Was hat mir diese finstere Stimme aufgetragen? Unter den Kolben, in die Tunnel und zu den... Was steht das? Bilgepumpen oder was? Ja. Und sollten die Türen verschlossen sein, muss ich für meinen Abstieg einen anderen Weg finden. Ich kann ihn nicht trauen, aber mein Weg ist mir vorgegeben. Diese Geräusche werde ich ignorieren. Dieses Schnüffeln, diese schlürfenden Schritte unter mir. Ich werde dem standhalten, was auch immer dort unten lauern mag. Ich werde sie retten. Ach du Scheiße. Also, auf geht's. So, wohin? Na, da muss Licht ist. Ist durch, ist weg. Nichts. So. Da muss Licht ist gemessen. Oh Gott. Okay, ist endlich wieder Licht hier. So. Kann auch das Feuer. Oh, ein Feuer anmachen. Ah. Nee, nee, nee. Egal, ich muss was tun. Zu. Ach, da, da sind wir, ne? Wir müssen noch weiter runter. Siehst du das? Oh nein. Oh, da. Was hängt denn da alles? Ja, ja. Da oben waren wir gerade. Ja. Notabstieg. Abschaltung. Das bitte. 30. April 1899. Die Kiste traf heute Morgen ein und ich ließ sie direkt in die Werkstatt zurück. Der Körper ist bemerkenswert gut erhalten, obwohl er einen leichten, aber dennoch ekelerregenden Geruch von Feuchtigkeit und Verwesung verströmt. Er ist an sich humanoid, hat aber schwere Skelettverformungen erlitten. Der deformierte Oberkörper, der Rückschlüsse auf erhebliche Muskelmasse und Deplatzierung zulässt, wird von Lederbandresten umgeben. Es ist schwierig festzustellen, ob dieser Unglückliche barbarischen Operationen ausgesetzt oder deformiert geboren wurde und man versuche anstelle seinem krummen Körper etwas mehr Menschlichkeit zu verleihen. Was genau er ist, kann ich nicht sagen, aber ich rieche an ihm die Kugel der Macht. Und ich vermute, dass mein Großonkel Schuld an seinem seltsamen Zustand trägt. Es ist also möglich, wir können den Körper zu einem Werkzeug umformen und den Fortschritt von Herrn Darwins Evolution beschleunigen. Hier aber trennen sich unsere Wege. Mein Großonkel experimentierte an Menschen, die aber schwierig zu kontrollieren und von Sentimentalität verdorben sind. Nein, wir benötigen für unsere Güter eine neue Kreatur, die loyal, schlau, stark und schnell satt wird. Ach, ich weiß. Kein Bock. Machen wir nicht hier. Ja. Ist hier nichts. Hier passiert jetzt nichts, oder? Ach, wir wollen. Aber ich glaube, unten wird es gleich abgehen. Oder? Ja. Jetzt gehen wir mal andere Richtung. Hier? Nee, die andere. Ah, da geht's nicht, ne? Oh. Guck mal links und rechts auf, ne? Vielleicht ist da oben Licht. Komm mal wieder. Kommt da gleich was runter? Keine Ahnung. Was ist der Bänder? Aus! Stücken. Ich geh da hoch. So. Ist auch zu. Da unten die Tür muss dann auch offen sein. Hier geht's weiter. Was
ist nichts, ne? Das ist ein Hebel, das ist ein Knopf. Ah. Oh Gott. Na, der geht noch nicht durch. Erstmal hier. Danke. Gut, dann geht die Kinderstimmen gehört du auch. Sie lachen da, oder? Ja. Chemikalientransport. Okay. Ich glaube, wir gehen erstmal unten weiter. Unten? Mhm. Ob da weitergeht, wenn ich gehe mal da wieder lang, das wird. Gehen wir. Hier war's noch? Ja. Nee. Okay, okay, wir müssen da rein. Oh, Gottes Willen. Hilfe! Alle anderen Türen waren ja verschlossen. Aber die Lichter, oder? Was ist das? Fahrstuhl, oder? Aha. Ah, dann. Im Nest der Eier. Drei Penny, Sixpence, Spatzen und Tauben. Schlau, all die klagenden Engel oben. Dann wirst du's mir glauben. Kein Vergeben mehr, niemand zu retten, wenn ich's dir sag. Denn heute legt Lilly sich rein in ihr Grab. Oh Gott. Oh mein Gott. Wackelt. Oh, ist da? Hier um. Also, ach, das ist oder? Was? Alter, was geht ab? Ist da? Runter? Nö. Einfach so. Oh oh. Das ist immer dunkler. Oh. Mach Licht an. Okay. Nee, warte mal. Lass mal alle hingehen, oder? Telefon, ja. Quickly, Mantis. Find the entrance nearby. The children weep in the darkness and the flood waters continue to rise. Eigentlich hin. Aber erst mal Sabotage. Lediert und böse zugerichtet. Aber am Leben. Ich habe die größten Anstrengungen des Saboteurs überlebt. Er und ich sind nun in einer epischen Zweikampf verstrickt, aber ich werde davon getrieben, meine Familie zu finden. Und ich werde mich durchsetzen. Ignoriere den Wahnsinn um mich herum. Denke nicht über die grausamen, unsprechbaren Taten nach, die hier begangen wurden. Finde den Weg zur Milge. Beseitige die Überschwemmung. Befreie deine Kinder. Kommt da Wasser oder was? Ah, warte. Oh, Gottes Willen. Na los. Da nein. Mach ich an. Tschüss. Ja, tschüss. Du. 15. Juli 1899. Zur Erleichterung der Assimilierung von Gewerbegruppen wird eine Verbindung benötigt, da sich die Zellen ansonsten nicht mischen. Die Entsorgung ungemischter Subjekte muss augenblicklich und mittels Einäscherung geschehen, da wir sonst eine kontinuierliche und formlose Animation riskieren. Dies wäre unerfreulich. Diese eine simple Verbindung aus einem Teil Brennenburg, Vitalinfusion und ein Teil Orgon Modaden Disperser Flüssigkeit ist ausreichend. Sie kann den Subjekten dann nach dem Neuzusammenbau intravenös verabreicht werden, um die Zellmischung beizubehalten. Die Verbindung ist instabil und höchst lichtempfindlich. Nachdem sie initiiert wurde, kann sie mit der Schumann-Lampe aktiviert werden. Außerhalb des Körpers ist sie jedoch höchst ätzend und zerstört sogar kleinere Mengen Metall. Warum hast du gelesen? Und nicht, kannst. Ich kann's nicht. Und ich kann aber. Ne? Was denn? Da, das brauchen wir bestimmt nur das Ding. Geht nicht. Hm? Kann man da öffnen. Lustig. Mhm. Achso. Ja, jetzt nichts mehr.
bei der Schule an, krass. Cool. Was ist das? Natürlich, was ist das? Das ist es nicht. Zu. Hinter den verschlossenen Türen gibt es eindeutig einen weiteren Korridor. Anscheinend habe ich mehrere Möglichkeiten. Das Vorhängeschloss ist alt, aber robust und nach diesem Sturz habe ich keine Kraft, es aufzubrechen. Aber vielleicht kann ich einen anderen Weg finden. Ja gut. Gehen wir zurück. Ja. Der runter, oder? Treppe runter. Kam ich. Ja. Und wieder runter. Nein. Ja. An die Pyramide. Schauen wir mal, vielleicht noch Zelt drin. Eine Brille. Meine Brille. Ich darf es nicht da. Na gut. Oh nein. Okay, hier ist was zu tun. Ist das du? Die Zentrifuge. Die scheint eine Art bizarres Mischgerät für chemische Verbindungen zu sein und es stinkt definitiv nach den ekelhaften Flüssigkeiten, die ich schon zu oft gesehen habe. Es handelt sich eindeutig um eine Verbindung, einen flüchtigen Bastard zweier Inhaltsstoffe. Ich würde darauf wetten, dass ich sie irgendwo in der Nähe finden kann. Mhm. Also Inhaltsstoffe. Suchen. Lass uns mal schauen, die Zentrifuge an. Die. Achso, es geht andere. Ja. Okay, ich muss Bastardstoff finden. Oder was? Lass uns mal gucken, wie das Ding überhaupt aussieht und was da vielleicht fehlen könnte. Oh. Und es gibt Behälter da, oder? So ein Ding, oder? Ja, Wolken. Behälter. Ja, so wie da, ne? Oh Gott, wie. Oh, was ist das? Niedrig Temperatur da irgendwo. Oh Gott. Nein. Oh, ist da drüben auf der anderen Seite schon? Da liegt irgendwas, was ist denn das? Ach, Lichter. Lampe. Guck mal, wo die irgendwas rumliegt. Ach, da hinten, ja. Ja, da war ja komm. Okay, ich glaube, ich muss da irgendwie durch. Da. Ich gehe jetzt erstmal da, nein. Ich will nicht zu die Käfige. Ich geh da lang. Käfige, jetzt hört sich wieder nach Schwein an. Hm. Das ist auch nicht bei Höhe. Eine Illusion, oder? Ja. Boah. Scheiße, Mann. Scheiße, Mann. Niedrig Temperaturlage. So. Okay, es war nur eine Illusion. Oder? Hm. Ah. On off. Da doch nicht. Ihr wisst erstmal schon, dass wir die Kolben festmachen. Bist du? Notiz. Eine Warnung. Es ist entzündet und es brennt. Ich blute aus jedem Loch. Vorne und hinten. Alles läuft mir die Beine runter. Blut und Exkremente. Meine Lungen liegen in meiner Kotze. Und jetzt gebe ich Organklumpen von mir auf den schmutzigen Stein. Trink das, sagt er. Und ich trank es. Wegen der Veränderungen, die in mein Inneres nach außen kehren, niese ich meine Zähne raus, die wie Mäuse in der Dunkelheit verschwinden. Ich kann sie nicht alle finden, aber ich sammle so viele, wie ich kann und schiebe sie mit meinen Fingern zurück in meinen grauen Gaumen. Aber die Nägel sind weich und fallen aus. Hm. Trink es, sagt er. Es wird geben, das Fieber, gegen das Fieber helfen, denn nicht alle von uns halten die Veränderung aus. Auf dem anderen Tisch, ein Biest unter einer Decke. Niemals wollte ich darunter blicken, aber es hat es auch getrunken. Er hat es unter die Decke gerecht. Und ich hörte, wie es trank. Oh mein Gott,
Wie kann ein Mann derart viel Blut scheißen und immer noch leben? Okay, das halt nicht. Ja. Warte mal, da hinten. Nichts. Das ist so was. Ja gut, ne? Okay. Nee, nur anschalten, oder? Das aus? Da, da! Jetzt haben wir es gesehen. Mal. Oh, oh. Wo ist er dran? Mal. One off, the one off. Keine Ahnung. Ich mach das mal dran. Wo war das? Da oben. Wie fühlst du? Hallo. Hä? Zurück? Wie zurück? So? Oh nein. Ja, was mach ich denn da? Du bist wieder hoch, da war man warm. Ja, wie soll ich denn da vorbeikommen? Kann man das mal erklären? Was ist denn, mach da rein? Ah, wieder da hochschießen. Schau mal. Oh Gott. Noch einmal? Oder was? Ah, dreimal oder was? Ja. Puh. Hallo. Sau. Geht gleich noch einmal. Ja toll. Vielleicht musst du das andere woanders suchen. Vielleicht willst du das mitnehmen oder? Ein anderes Gerät, oder? Oh nein. Ich will aber nicht hin. Was mache ich, wenn es kommt? Stecken. Also, wie denn? Wie denn? Bücken. War das Ding in der Ecke oder schützt du? Sieht aus. Oh. Was ist das? Nö. Oder was? Ist doch nichts da, oder? Was liegt da? Ach da. Voll. Komm schon. Hallo. Du musst das Licht anmachen, um es aufzuheben. Mach mal Licht an. Ich erwarte dich. Ich stehe da so. Wo ist der? Ja. Das Ding muss auf jeden Fall da rein. Wo es rot leuchtet. Da unten ist die Zentrifuge. Ja. It fell onto his hands and they eroded in front of me.
To stumps. To stumps. Next time we will use an equal mix of infusion vitae and orgone disperser. No, no, just take him out. You can dump him in the river for all I care. Oh, und jetzt? Noch wieder runter. Was hing da dran? Wo ist das Vieh? Ach, da, oder? Hm. Ach, da rein, oder? Ja. Andere Seite. Ich war hier. Und daneben das, das Loch. Was machst denn du? Ey, ich muss rum. Da, ne? Ja. Ich nicht. Ich glaube, wir müssen in eine andere Ding rein, wo die... Jetzt! Hä? So, jetzt den Knopf drücken, oder? Wie wir von aus. Da nicht. Da hinten war doch ein Hebel, wo wir vorbeigelaufen sind, das erste Mal. Wo? Wo denn? Andersrum. Hallo. Nein, 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 nein. Nein. Da hinten irgendwo, ja. Da. Ah ja, ah. Okay. Ich kann aber nichts drücken. Hä? Ja, da müssen wir vielleicht erstmal in die Käfige rein. Okay, machen wir nächstes Mal. Ja. Also, tschüss. Adi, bleib tschüss.